Hallo und herzlich willkommen bei Radio Rasant, der Jugendradio der städtischen Realschule in Sunna. Hinter Mikrofon begrüßen Sie Fritz Schmidt, Tobias Bühlmann, Jasmin Wagner und Lukas Schulte. Wir freuen uns, dass Sie die nächste Stunde mit uns verbringen wollen. Ich bin der Max Sanner, guten Tag. Wir wollen Ihnen heute zwei typische, nicht unbedingt leicht zu erkennende Kinderkrankheiten vorstellen, die dennoch in Deutschland sehr verbreitet sind. Unsere Themen sind Diabetes bei Kindern und Kinderrheuma. Dazu haben wir auch Experten in die Sendung eingeladen. Zu Gast sind heute Cordula Sewing aus Hannover und Frau Dr. Manuela Kröber-Jankamera aus der Darmstadt-Kirchen. Im ersten Teil unserer Sendung möchten wir Ihnen das Thema Diabetes bei Kindern vorstellen. Diabetes ist in aller Munde. Rund 7 Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes. Mehr zu diesem Thema jetzt von unseren Radio-Rasant-Reportern Tobias Bühlmann und Jasmin Wagner. Richtig heißt die Krankheit eigentlich Diabetes mellitus, zu Deutsch Zuckerkrankheit. Grundsätzlich liegt das Problem der Zuckerkrankheit darin, dass der menschliche Körper den im Blut befindlichen Zucker nicht abbauen kann. Das ist aber sehr wichtig, denn der Körper kann bei dauerhafter überhöhter Zuckermenge im Körper schwere Schädigungen erleiden. Darum ist es wichtig, die Zuckerkrankheit rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Und wenn die Krankheit erkannt und die Medikation entsprechend erfolgreich eingestellt worden ist? Dann kann der Patient ein weitestgehend normales Leben führen. Worin liegt das Problem bei dieser Krankheit? Die Krankheit muss zunächst erst einmal erkannt werden. Dann gibt es unterschiedliche Diabetesformen, je nachdem, welche Ursache für das erhöhte Zuckervorkommen im Blut verantwortlich ist. Bei Typ 1 liegt eine Autoimmunerkrankung vor. Dabei werden Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört. Die Bauchspeicheldrüse produziert nicht mehr ausreichend oder gar kein Insulin mehr, welches den Zucker im Blut abbaut. Beim Typ 2 liegt eine Insulinresistenz im Körper vor. Es ist eine chronische Stoffwechselkrankheit. Sie ist genetisch bedingt und oftmals kombiniert mit Übergewicht und Binnen.